Ich war lange ein sehr großer Fan von Vision Boards und hatte wirklich jedes Jahr ein Vision Board in meinem Zimmer. Aber seien wir ganz kurz ehrlich mit uns selbst. Wie viel ist davon wirklich wahr geworden? Und woran hat das gelegen? Hat das wirklich am Vision Board gelegen? Oder hatte ich das Vision Board nicht vielleicht sogar eher zurückgehalten und limitiert? Das habe ich mich letzte Zeit ein bisschen gefragt, weil ich gemerkt habe, dass das Vision Board mir nicht so krass viel bringt, weil ich mich dadurch eher schon erreicht, accomplished und zufrieden fühle, wenn ich meine Ziele angucke. Zu dem Thema Ziele habe ich schon ein ganzes Video gemacht, weil ich damit auch Probleme habe, um ehrlich zu sein, weil ich da auch sehr viel gelernt habe in letzter Zeit, wie man richtige Ziele setzt und vor allem, was da auch wichtig ist beim Ziele setzen. Und ich habe so ein bisschen meine Glaubenssätze angepasst und möchte ich heute mal genau erklären, wie ich meine Vision Boards in Zukunft gestalten werde. Weil das ist ein bisschen anders, als ich es in den letzten Jahren immer gemacht habe. Viel Spaß beim Video. Das Vision Board zeigt uns vor allem unsere Ergebnisse, unsere Ziele, unsere Resultate, die wir haben wollen. Wir haben da Bilder von unserem Traumkörper, von unserem Traumauto und fokussieren uns total auf die Ergebnisse, die wir erreicht haben wollen, was ja auch erstmal total okay ist. Aber James Clear im Buch Atomic Habits sagt auch, dass Identity-Based Gewohnheiten viel stärker sind als Outcome-Based Gewohnheiten. Wenn wir also Dinge mit unserer Identität verknüpfen und darauf achten, was wir sind und warum wir so sind, ist es viel stärker, als zu gucken, was wir erreicht haben. Wenn ich mein Vision Board angeguckt habe, habe ich mich immer schon zufrieden gefühlt und irgendwie gefühlt, als wäre ich damit schon fertig, jetzt hätte ich das Ganze schon erreicht und es ist perfekt so, wie es ist. Und das Gefühl will ich nicht haben. Ich will nicht zufrieden sein, ich will nicht entspannt sein, weil wenn ich entspannt bin, dann handle ich nicht. Wenn ich entspannt und zufrieden bin, dann kann ich mich ausruhen, zurücklehnen und muss nichts machen. Und das Gefühl will ich nicht haben. Ich möchte eher eine Motivation spüren. Ich möchte einen Drang spüren zu handeln. Und das habe ich eher, wenn ich andere Dinge auf mein Vision Board drauf mache, statt einfach nur Bilder dazu haben. Bei vielen ist es nur Ästhetik, was auch vollkommen okay ist. Falls ihr nur ein schönes Bild haben wollt, dann macht das bitte so. Würde ich dann auch so machen. Aber wenn du was erreichen möchtest, dann mach dein Vision Board nicht so vage. Also sag nicht nur, ich möchte mehr Self-Care, ich möchte eine gute Ernährung, sondern auch das Ganze spezifisch. Guten Morgen, heute ist der Vision Board Tag. Ich habe mich gerade fertig gemacht und bin ready, heute mein Vision Board zu gestalten. Ich freue mich schon sehr. Als allererstes solltet ihr erstmal festlegen, wo ihr euer Vision Board überhaupt anbringen wollt. Wollt ihr ein analoges machen, was ihr wirklich immer sehen könnt? Wollt ihr eher ein digitales machen, das nur als Hintergrundbild nehmen, als Widget auf eurem Handy haben? Wie wollt ihr das Ganze machen? Ich persönlich habe die letzten Jahre immer ein großes Bettlaken genommen, habe darauf alles gemacht, das Bettlaken an meine Wand gehangen, das ist wirklich richtig großes. Dieses Jahr mache ich nur ein kleineres Vision Board, das sieht immer noch ziemlich groß aus. Habe einfach zwei A3 Bilder aneinander geklebt. Am wichtigsten ist es eigentlich, eine Vision zu haben, weil es soll ja ein Vision Board sein. Daher mache ich jetzt erstmal eine Aufgabe, wo ich meine Vision aufschreibe. Also ein paar Fragen beantworte, wie mein Leben aussehen soll, was ich dafür machen kann und so weiter. Und das Wichtige ist, ich mache nicht nur eine Vision, ich mache vor allem auch eine Anti-Vision. Ich glaube, wir wissen oft auch viel mehr, was wir nicht in unserem Leben haben wollen. Und falls ihr Struggle damit habt, zu wissen, was ihr wollt, dann macht eine Anti-Vision einfach. Also schreibe ich jetzt quasi positive und negative Dinge auf, die in meinem Leben passieren sollen, damit ich genau weiß, was auf meinem Vision Board rauf soll. Also was für Art von Ziele, von Vibes, von Dingen und so weiter. Jetzt, wo ihr eure Vision habt, würde ich euch empfehlen, eure Ziele richtig aufzuschreiben. Denn diese brauchen wir nachher auch noch im nächsten Schritt. Aber als erstes werden wir uns erstmal jetzt Bilder raussuchen für unser schönes Vision Board, weil da vor allem Bilder raufkommen sollen. Ich versuche da jetzt keine super ästhetischen Bilder zu finden. Ich gucke hier gerade durch Taekwondo-Bilder, weil ein Ziel von mir ist, dass ich den Mittelspagat beim Taekwondo, also diesen, wie sagt man das, Männerspagat nennt man das, ne? Diesen Männerspagat, dass ich den halt richtig gut nach unten machen möchte. Weil diesen Frauenspagat, der geht, aber der mittlere ist ein bisschen schwierig. Und jetzt suche ich gerade Bilder dazu raus und ich versuche halt nicht nur ästhetische zu machen, sondern vor allem Bilder rauszusuchen, die halt sich real anfühlen, die sich echt anfühlen, wo ich denke, so, ja, das könnte ich halt wirklich sein. Weil ich finde, was ich auch früher gemacht habe, ist so zu ästhetische Bilder, aber irgendwie kann ich mich damit nicht so identifizieren. Deswegen finde ich das nicht mehr so gut. Ach, welche Bilder nehme ich denn hier? Ich finde, die Bilder, die sprechen dann so zu einem, wenn man so eins findet. Lol. Ich gucke jetzt hier gerade durch und zum Beispiel diese Bilder hier, wo sie so in die Luft springen, die sehen schon echt cool aus. Aber das ist gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, einen Spagat zu machen.
Und ich glaube, dann nehme ich eher so ein Bild hier, obwohl das jetzt vielleicht nicht das Ästhetischste ist. Oh doch, das ist schön hier. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil da macht sie genau diesen Spagat. Das ist vielleicht perfekt. Da sehe ich mich drin. Eine Gewohnheit, die ich gerne weiterhin machen würde, ist meditieren. Da gibt es auch ganz viele schöne Bilder. Zum Beispiel die hier am Strand sind doch wundervoll. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass dieses Bild hier, dass ich am Strand beim Sonnenuntergang sitze, mich nicht so anspricht, um ehrlich zu sein, weil das bin ich halt einfach nicht. Und ich glaube, so ein Bild hier zu Hause ist schon eher das, was mich motiviert, weil das ist eine Sache, die kann ich wirklich realisieren. Und das ist gerade so ein bisschen das Prinzip, auf das ich dieses Jahr gehe. Bevor ich jetzt die Bilder ausdrucke, werde ich mein Guiding Word aufschreiben, mein Leitwort für das Jahr. Das mache ich mittlerweile seit ein paar Jahren. Vielleicht kennt ihr das schon, wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt. Ich habe immer ein Wort, was mein Jahr begleiten soll, was es beschreiben soll. Und dieses Wort für das diesjährige Jahr habe, es ist mir einfach so in den Sinn gekommen, als ich über meine Ziele nachgedacht habe. Ich hatte zum Beispiel die letzten Jahre Fokus und Simplicity, also so Einfachheit. Aber dieses Jahr habe ich über meine Ziele nachgedacht, habe sie so gebrainstormt, sie geplant. Und dann kam mir ins... Meine Haare sehen so weird aus. Dann kam mir einfach in den Sinn Power. Einfach irgendwie so Power, Stärke, durchziehen. Das ist so ein bisschen das Motto für dieses Jahr, deswegen werde ich jetzt mir einfach oben hinschreiben, Power. Ey, wenn das jetzt hässlich aussieht, na dann ist auch egal. Und jetzt kommen wir auch schon zum größten Unterschied, was ich jetzt ändern möchte zu meinen Vision Boards, die ich davor die Jahre mal hatte. Klar, ich habe auch einige andere Schritte geändert, habe ich euch ja schon gezeigt, aber das Wichtigste ist, dass ich wirklich mein Vision Board Teil meines Alltags machen möchte. Ich möchte nicht zufrieden sein, wenn ich mein Vision Board angucke. Ich möchte motiviert sein und in Aktion graben. Und das funktioniert zum einen, indem ich mir aktiv Fragen auf mein Vision Board aufschreibe und Gedanken anreize. Ich habe nicht nur meine Ziele da, ich habe auch Fragen, wie ich diese Ziele überhaupt erreichen kann. Das werde ich da aufschreiben. Und zum anderen muss ich es als Gewohnheit haben, dieses Vision Board anzugucken und über diese Fragen nachzudenken und zu meditieren sozusagen. Das heißt, ich würde es entweder Part meiner Morgen- oder meiner Abendroutine machen. Ich glaube, morgen ergibt mehr Sinn, oder? Wenn ich es morgens angucke, dann ja, es ergibt irgendwie mehr Sinn. Morgenroutine machen, dass ich das Vision Board angucke und diese Fragen durchlese und darüber nachdenke. Weil nur so kann ich hier die Ziele wirklich auch erreichen. Also Freunde, ich habe hier Vision Board Questions, also Fragen aufgeschrieben. Das sind alle Sprüche bzw. Fragen, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe aus Büchern, aus Videos von vielen verschiedenen Seiten. Vor allem aus Büchern habe ich diese Sprüche über Jahre lang hinweg gesammelt. Und das sind jetzt wirklich meine Top-Sprüche. Lest sie euch gerne durch, ich werde sie euch ausdrucken, dann könnt ihr sie gerne durchlesen. Falls ihr noch weitere Sprüche habt, die so ähnlich sind, Fragen habt, die so ähnlich sind, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich glaube, die sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Also liebe Freunde, das hier ist jetzt mein Vision Board. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe ziemlich viele Fragen aufgeschrieben, weil ich jetzt hier vorstehe. Und mir das jetzt jeden Morgen irgendwie mal angucke, kann ich immer auf diese Fragen vor allem gucken und die Bilder dazu angucken als Inspiration noch und mich selbst da schon sehen in diesen Bildern. Finde ich wirklich einfach richtig toll. Ich habe es jetzt hingehangen. Ich denke, ich werde davon noch ein bisschen so verbessern. Zum Beispiel hier das Wort Power, mich noch ein bisschen schöner schreiben, ein bisschen mehr ausfüllen. Vielleicht werde ich hier noch weiße Stellen und noch andere Dinge hinkleben, aber das ist also das Grundgerüst, was ich heute erstmal so lassen werde. Ich werde auf jeden Fall euer Bild reposten, falls ihr ein Bild in eurer Story packt von eurem Vision Board und mich dort drauf markiert. Auf Insta heiße ich Lara Emily Fischel, verlinkt mich gerne und ich werde euch zumindest antworten und reposten. Falls euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu schreiben und auch meinen Kanal zu abonnieren, um nichts weiteres zu verpassen. Viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele und hoffentlich bis ganz bald wieder.